Hey ho, hier ist wieder euer Bytekrieger und es geht weiter mit Let's Play Hype the Time Quest. Wir müssen uns den letzten Eimer nachschnappen. Und ich habe hier nochmal die ganze Stadt abgesucht, ob hier nicht irgendwo noch ein Schalter ist. Das Problem ist, ich wollte den noch nicht drücken. Aber es könnte der da oben sein. Damit könnten wir uns nämlich den letzten Zauber holen. Hier ist nämlich noch einer. Ganz versteckt in der letzten Ecke. Ja, das war er auch. Den hatten wir noch nicht. Dann holen wir uns hiermit auch den letzten Zauberspruch, den es hier zu holen gibt in der Stadt. Glaube ich zumindest. Bin mal gespannt, ob ich alle kriege. Sollte aber ganz gut klappen. Innostos müsste ja eigentlich in der Festung sein. Da gehen wir dann auch mal hin. Und jetzt habe ich irgendwie noch eine Discord-Nachricht gekriegt. Sorry. Und wir haben Focus Magicum Dreieinigkeit. Das ist das gleiche wie der Eiszauber, nur in... Den könnten wir mal ausrüsten, den will ich auch mal ausprobieren. Ich möchte das eigentlich schon mal so machen, dass wir hier jeden Zauber mindestens einmal benutzt haben. Auch wenn manche nicht so cool sind wie andere. Ich finde den Zauber mit Heiligenschein ganz cool. Denn der hat irgendwie was. Da können wir halt mehrere Gegner auf einmal treffen. Er ist allerdings dafür leider nicht so stark. Ja, das war wohl nichts. Nochmal rüber da. Wie gesagt, die Sprungsteuerung ist eines der Sachen, die mich am meisten stört in Hype. Aber es war halt eines meiner ersten Spiele und deswegen... Ich glaube, das spielt auch so ein bisschen der Nostalgiefaktor eine Rolle. Da sind wir drüben. Hier nehmen wir den schnellen Weg. Die Leiter dauert viel zu lange. Und da sind wir auch schon wieder. Wir sind komplett voll. Ja. Nee, nicht wegsteckt. Ja. So geht's auch. Ich wollte eigentlich angreifen. Nein, nicht das. Ja, schnell. Bevor wir wieder getötet werden. Das wäre nicht ganz so förderlich. Tschüss. Geht da noch eine Wache oben? Ich glaube, wenn wir die nochmal holen, dann kriegen wir da eh nichts mehr. Macht auch keinen Sinn, hier rumzugurken. Wir sollten einfach die Tür aufmachen und reingehen. Wir könnten theoretisch noch in die Ära Taskan den Ersten gehen und dort uns diesen Gang holen oder was auch immer da auch an der Plattform oben runterfällt, wenn wir den einen killen. Aber ich glaube, das bringt uns gar nichts. Im Moment. Es würde uns einfach einen großen Umweg machen. Aber ich glaube, später kommen wir da sogar nochmal hin. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube schon. Dann mal rein da. Und damit sind wir wieder in der Festung. Ich stelle mir hier nur gerade mal meine Benachrichtigungen aus. Ich habe nämlich keine Lust, dass es hier im Hintergrund die ganze Zeit piept. So. Erstmal die Kiste aufmachen. Können wir wohl immer noch nicht nehmen. Die Frage ist, wo ist Innostos? Wo ist Innostos? War der nicht hier hinten drin, glaube ich? Weiß es nicht mehr. Nee, aber hier ist die... Ich weiß nicht, wie sie heißt. Ich kann mir den Namen nicht mehr. Hier ist auch nichts mehr. Wir sprechen sie mal an. Arache. Guten Tag, Hype.
Ich habe mich in dir getäuscht. Du bist sehr stark. Willkommen in deinem Raum, dem des Meisterkämpfers. Hör zu, der König verhandelt mit den Männern des Parks der Tapferen. Aber ich habe schlechte Nachrichten für ihn, wenn er wiederkommt. Enostus, sein Alchemist, hat ihn verraten. Er ist mit seinem Almanach geflohen. Enostus will die Ankunft des Schwarzen Ritters vorbereiten. Man sagt, er lebt in einem schwarzen Turm, der nur vom Himmel aus zugänglich ist. Oh, dieser Verräter! Er hat das schon von langer Hand vorbereitet. Er hat auch bereits Leute angeheuert. Nun gut, jedenfalls, leb wohl, Halb. Du bist ein wahrer Meister. Eieiei. Schon wieder ein Verräter. Das ist jetzt schon das dritte Mal, dass wir in dem Spiel Hype mit Verrat konfrontiert wurden. Es bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Wir kommen nicht zu diesem Turm. Ich denke, vielleicht können wir mal zu Zartila gehen. Er könnte uns da eventuell ein bisschen weiterhelfen. Beziehungsweise könnte uns da auch hinfliegen. Aber jetzt erstmal auf zu Zart. Ja. Wenn ich die Leiter hochkomme, Leute. Wenn ich die Leiter hochkomme. Sind wir auch schon. Runterheim. Ich frage mich auch gerade, warum Enostus sich auf die Seite von dem Schwarzen Ritter stellt. Also von Bana. Macht halt für mich auch wenig Sinn. Im Grunde schadet's auch ihm irgendwie. Frage mich. Vermutlich ist er auch einfach nur machtbesessen und will ein bisschen was von der Macht abhaben. Könnte durchaus sein. Wo ich auch mal sehr gespannt bin, was beim Schuhmacher der vierten Generation, was wir da bekommen. Erstmal weg hier. Ich habe keine Lust mit euch zu kämpfen. Geister gibt es hier keine mehr. Doch, die sind immer noch da. Schnell weg. So. Hoffen wir, das ist nicht mit in der Aufnahme. Wenn doch. Du willst den Himmel untersuchen, um Enostus wiederzufinden? Ich bin sehr glücklich, dass meine Aufgabe als Hüter des Juwels der Tugend beendet ist. Jetzt kann ich deine Taten nicht mehr voraussehen. Für mich ist das jetzt eine Mission, die mich den Menschen, ihren Freuden und Sorgen näher bringt. Na gut. Willst du jetzt auf meinen Rücken steigen? Ja, yep, will ich. Ist auch der einzige Weg, wie wir da hinkommen. Soweit ich weiß zumindest. Und ja. Ich habe heute schon einen Erkundungsflug gemacht. Dabei habe ich den Gipfel eines merkwürdigen Gebirges gesehen, das in die Wolken hinaufragte. Und das ich noch nie vorhergesehen habe. Wir sollten uns das mal ansehen. Ja, wir haben jetzt die Option, dass wir nochmal speichern. Ich weiß nicht, in welcher Folge wir uns befinden. Es könnte theoretisch die 21 sein. Nee, weg hier. Die Drachen wollen uns schon wieder alle töten. Ich habe das auch früher tatsächlich nie geschafft, die Drachen zu töten und die Energieprismen einzusammeln.
Hier ist, glaube ich, einfach die beste Taktik, dass man den Dingern ausweicht und sie trotzdem noch versucht zu killen. Ja, ein Energieprisma haben wir. Cool. So. Und wo ist jetzt der schwarze Turm? Ist es dieses Gebirge hier? Scheint mir fast so. Hey. Okay. Die Frage ist, wo kann man hier landen? Kommt man hier irgendwie runter? Nö. Kann man hier nicht landen? Ah, hier. Dieser Spalt hier. Danke, Zartila. Hm. Sagst du noch was? Nö. Wir schauen uns mal ein bisschen um, denn hier gibt es auch ein paar Schätze, will ich mal meinen. Und das hier war auch so ein Part, der ein bisschen sehr gruselig war als Kind. Ich weiß nicht, ich habe das irgendwie gruselig gefunden. Das hat das Ganze aber auch irgendwie interessanter gestaltet. Denn, ja, was gibt's Aufregenderes in einem Spiel für Kinder, was auch mal gruselig ist? So. Bin mal gespannt. Das hier hat der liebe Enostus alles schon hergezaubert. Ja. Kann ich die irgendwie beseitigen? Mit dem Zauber am besten? Nein. Das war jetzt nicht so der Plan. Ja, komm. Will ich frittieren? Geht nicht. Dann müssen wir es wohl auf die altmodische Art machen. Oh. Da haben wir ein Symbol gekriegt. Ach, die Geister bewachen die Symbole, glaube ich. Aber so wie das jetzt ausschaut, schaffen die mich eher. Ah, da haben wir es. Nächstes Symbol. Das sind anscheinend drei Stück. Komm. Ah, da ist ein Geheimgang. Habe ich gesehen, weil er mich runtergeworfen hat. Ah, Hype. Hoch da. Holen wir uns erstmal das letzte Symbol noch. Du hast jetzt das Symbol Bös. Bös. Klingt irgendwie ein bisschen nach Böse. Soll es vermutlich auch darstellen. Wir gehen mal nach unten. Ja, Hype. Die Treppe. Bisschen blass, der gute Hype. Ganz weiß im Gesicht. Hm. Hier müssen wir doch irgendwas finden können. Oder gibt es hier irgendeinen Eingang oder Ausgang? Ah, hier wahrscheinlich. Wo geht's denn hier hin? Noch tiefer in den Turm rein. Ich kann einmal nach rechts und einmal nach links gehen. Hier ist eine Truhe. Einmal Kräuter. Waren das jetzt gelbe oder grüne? Ich weiß es nicht. Schaut mir nach grünen aus. Dann könnten wir mal ein grünes benutzen und das hier dementsprechend auch mitnehmen. Magie brauchen wir eh immer. Oh. Oje, da geht's aber tief in den Berg. Die haben's drauf, du. Ja. Das sind nämlich die schwarzen Wachen. Und mit einer der stärksten Gegner hier, also der stärksten Standardgegner, in dem ganzen Spiel. Ich vermute mal, hier gibt's auch wieder irgendwo einen geheimen Weg. Ah, hier.
Hinter der Wand. Erstmal Leben wieder auffüllen, bevor wir hier jämmerlich zugrunde gehen. Hier gibt es anscheinend sehr, sehr viele Fässer. Aha, ich weiß, was jetzt kommt. Das ist ein genialer Teil. Der ist cool. Denn wir können jetzt mit unserem Symbol, was wir bekommen haben, hier, genau, können wir jetzt hier die Maschine in Gang setzen. Und ja, das sind, egal. Ich sag's noch nicht. Hier auf dem Schild steht nämlich: Res Historica, wenn die Symbole der Geister vereinigt sind, werden sie zu einer Energiequelle, die fähig ist, einen Menschen zu teleportieren. Diese geniale Erfindung ist das Werk des berühmten Alchemisten Enostos. Stimmt zwar nicht ganz, aber wir nehmen es mal so hin. Gustus konnte nämlich, es ist der Erste, der teleportieren konnte. Nicht sehr weit, aber er konnte teleportieren. So. Hier gibt es zwei verschiedene Codes. Ich kenne sie leider nicht mehr. Ich glaube aber, dass sie irgendwas mit der Ampel zu tun hatten. Ich glaube, ich hatte mir das so damals gemerkt. Rot, gelb. Und dann grün. Ich glaube, so war das. Nö, das war falsch. Gelb. So, jetzt sind wir in diesem Raum. Da kann man sich auch endlos verirren. Da sind wir auch schon. Aber hier wollte ich noch nicht hin. Wir müssen noch mal zurück. Wir können es uns aber merken. Gelb hatten wir. Hatten wir gelb schon? Gelb, gelb? Weiß ich gar nicht. Nö. Gelb, rot? Nö, da ist eine Kiste. Dann gab es hier anscheinend noch mehr. Räume. Nö, wenn hier die Kiste ist. Wir müssen jetzt aufpassen. Hier gibt es irgendwo einen Raum. Ist der Raum mit der Kiste oder ohne die Kiste? Ohne. Wenn wir in Rot reingehen, wo landen wir da? Wo landen wir am Anfang? Wenn wir jetzt am Anfang in Grün gehen, kommen wir wieder am Anfang raus. Also Grün kommt in dem Raum nicht in Frage. Blau auch nicht. Das heißt, der einzige Weg aus diesem Raum ist Rot. Ja. Jetzt sind wir im nächsten Raum. Jetzt könnten wir wieder einen... Wir nehmen mal Rot. Also Doppelrot. Doppelrot bringt uns in den Anfangsraum. Das heißt, Rot kommt nicht in Frage. Nehmen wir mal Blau. Dann landen wir hier im selben Raum wieder. Nehmen wir mal Gelb. Also wir müssen Rot-Gelb machen. Und in diesem Raum entscheidet sich dann, wo wir landen. Blau? Bei Blau landen wir hier, wo wir nicht hin wollen. Also wir wollen hier schon hin, aber erst am Schluss. Hier gibt es nämlich noch was. Nehmen wir mal Gelb. Landen wir hier. Wenn wir nochmal Gelb nehmen, sind wir wieder am Anfang. Komplizierte Sache. Blau. Gelb. So. Rot und Blau hilft uns hier nicht weiter. Das heißt, wir können entweder Grün oder Gelb nehmen. Nö, das war falsch. Heißt, wir müssen Gelb nehmen. Vermutlich entscheidet sich es dann in dem Raum, wo wir Gelb nehmen. Gelb. Ja,
Ja, genau, hier entscheidet sich jetzt. Mal grün. Muss mir das jetzt mal mehr. Grün. Landen wir wieder im selben Raum. Wenn wir gelb nehmen, landen wir oben. Wenn wir blau nehmen, landen wir im selben. Nee, das ist ein anderer Raum. Genau, dann müssen wir vermutlich rot nehmen. Ja, ich glaube, wir sind richtig. Dadurch haben wir diesen genialen Zauber gekriegt. Und das ist einer der Zauber, den viele nicht finden. Weil diese weil sie nicht auf diese Kombination kommen. Ich wollte ihn haben, ich wusste, dass er hier liegt. Magia Glacia Heiligenschein. Richtig cooler Zauber. Erstmal die Fässer holen. Oh, ein paar Kräuter. Die können wir doch gleich mal benutzen. Rote Pfeile brauchen wir nicht. Damit kommen wir wieder weiter. Jetzt müssen wir nur noch wieder dorthin, wo wir schon mal waren. Das ist eigentlich ganz einfach. Blau. Nee, blau ist falsch. In gelben müssen wir rein und dann in blau. Oh, und jetzt in blau. Damit müssten wir wieder da sein. Genau, sind wir auch. Und wie es hier weitergeht, seht ihr wieder im nächsten Part. Schaltet wieder ein. Bis dahin. Ciao, ciao.